So, würde ich sagen, dann starte ich doch mal ganz vorsichtig durch zu meinem zweiten Vortrag, der natürlich naturbedingt größere Überlappungen auch zu dem vorhergehenden hat. Aber ich will das jetzt hier mal mehr zur Entstehung des NDR-Computers oder NDR-Kleincomputer, das kommt von meinem Namen, sagen und ein bisschen was zur Technik, zur Hardware, was mir da halt so einfällt. Und dann denke ich, wird das auf jeden Fall keine Dublette werden und das didaktische Konzept hat man ja vorher noch ausgiebig besprochen in dem anderen Vortrag. Kleine Vorgeschichte kann ich natürlich nicht ganz weglassen. Für alle, die jetzt neu sind, in dem Vortrag noch mal kurz zur Historie. Der NDR-Kleincomputer, 1982, 83 etwa entstanden, ist also schon eine Weile her. In der Zeit haben wir natürlich viel, viel gemacht. Ich hatte zum Beispiel für den Otto-Versand damals CD-ROM-Produktion gemacht und viel auch hier im Fernsehen, im Gleitsendung Computertreff ist ja damals zeitgleich dann praktisch ein paar Monate später hier im bayerischen Fernsehen entstanden, wo wir viel dazu erklärt hatten zum NKC und dann später auch als selbstständige Serie ist das Ganze herausgekommen. Hier rechts sieht man übrigens mein aktuelles Labor. Dank eBay kann man auch, sag mal, teure Geräte aus älteren Zeiten noch günstig erwerben, wobei ja nicht immer alle dann leider die Haltbarkeit aufweisen, die sie früher mal hatten. Aber dazu baut man ja auch selber ein bisschen an dem System rum. Was ich dann aktuell noch mache, zum Beispiel Amateurfunk. Also ich bin jetzt Funkamateur seit ein paar Jahren und im Rahmen dessen machen wir natürlich auch Ausbildung für Jugendliche und so weiter und entwickeln auch neue Sachen, wie zum Beispiel Bricker Knowledge, ein modulares System, mit dem man auch komplexe Schaltungen zusammenbauen kann, auch mit Prozessoren. Hauptsächlich aber auch gedacht später mal, um das zu erweitern für HF-Module und so. Da habe ich sehr viel schon vorbereitet, die im Moment zwar noch nicht im Handel sind, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Da bin ich auch tätig hier am LRT, Luft- und Raumfahrttechnik-Institut bei Professor Walter an der Technischen Universität München als externer Berater für die Studenten im Projekt MOVE 2. Das ist ein CubeSat-Satellitenprojekt, in dem ein kleiner Satellit ins All geschossen werden soll. Anfang nächsten Jahres sollte es mit der Falcon X und Space X Rakete dann passieren. Schauen wir mal, was da passiert. Wir haben uns da als Berater mit reingetan. Als Funkamateure waren wir damals auf dem Treffen. Mit MOVE 1 ist leider einiges schiefgegangen. Damals hatten, glaube ich, bis zu 600 Studenten über viele Jahre daran gearbeitet und leider fiel dann ein Timer 555 aller Voraussicht nach aus durch einen Kondensator, der im All nicht wirklich mehr das tut, was er hier auf Erden tut. Unter Vakuumbedingungen dünstet er aus und macht lauter Resets. Das ist eine der wahrscheinlichen Ursachen dafür, dass MOVE 1 dessen Prozessor nicht mehr funktioniert, wohl aber noch die Barke, sodass man ihn noch empfangen kann. Ich hoffe, dass uns das bei MOVE 2 nicht passiert. Die Transceiver von MOVE 2 habe ich jetzt selber mitentwickelt, zusammen mit den Studenten, mit Software-Defined Radio, modernsten Techniken und so weiter. Und die Hardware wurde aber auch teilweise dazu gekauft, was Prozessoren und so weiter angeht. Es ist ein extrem komplexes System. Es sind über 100 Studenten diesmal beteiligt, über 3 Jahre. Ja, hier ein bisschen aus meiner Historie. Mikrocomputersysteme war das erste Buch, was ich damals geschrieben habe. So entstand dann auch dieses Rechner-modulare System. Das war noch zu meiner Abiturientenzeit, wo ich das Buch geschrieben habe mit 13, 15, habe ich vorher im anderen Vortrag auch schon erzählt, habe ich schon meine ersten Patente gemacht, aber bedingt dadurch, dass ich eben bei meinem Vater das alles schon eine Elektronikfirma ist, da sehr hilfreich frühzeitig lernen konnte und eben sehr viele Sachen halt alles schon ins Studium dann mitnehmen konnte. Dann kamen die nächsten Bücher, Hard- und Softwarepraxis und das Selbstgebaut und Programmiert ist eigentlich das eigentliche Schlüsselbuch, mit dem der NDR-Kleincomputer entstanden ist. Das ist vor der Zeit der Entdeckung durch den NDR. Danach entstand das Buch Rechner Modular. Da war der NDR-Computer dann schon geboren und die Fernsehserien, das war die Begleitung, weitere Begleithefte, zusätzliche Bücher, Hexmon-Programme entwickelt zum Beispiel. Wieder eine vereinfachte Variante, jetzt ohne großen Bildschirm, sondern nur mit einem kleinen sedezimalen Anzeigesystem. Parallel dazu andere Bücher, Programmieren in Basic entstand parallel zur Entwicklung des Computerspiels Ports of Call, was ich auch damals zusammen mit dem Regisseur gemacht habe. Basic-Interpreter Pascal. Pascal kommt hier bei dem 68000-Prozessor in einer eigenen Dialektform Pascal S vor. Und danach dann der i860-Prozessor, eine Erweiterungskarte für den PC. Ein sehr, sehr leistungsfähiger RISC-Prozessor damals mit 50 MHz Takt. Heute wird man darüber lachen. Weil sowas hat man eigentlich schon fast in der Tastatur, hätte ich gesagt, aber nicht ganz. Aber nun, die i860-Serie wurde dann später zusammen mit den damaligen Intel-Prozessoren in die nächste Generation übergehoben, sodass es diese RISC-Prozessoren leider nicht mehr einzeln gab,
sondern die nur in der Architektur verschwunden sind. Computergrafik war nochmal ein ganz generisches Buch, das ich damals geschrieben habe. Danach hatte ich eigentlich nicht mehr viele Bücher veröffentlicht. Das sieht man auch hier, hat dann der Verlag gewechselt, der Francis war nicht mehr da. Wir haben das mal über Springer veröffentlicht. Da gab es auch eine sehr unschöne Geschichte mit einem Co-Autor, der dann daran gehindert wurde, das Buch zu veröffentlichen von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Unglücklicherweise hatte er aber gleichzeitig gekündigt und ihm das erste Probeexemplar des Buchs auf den Tisch gelegt. Und er sagte dann sofort, da sind Betriebsgeheimnisse drin, sodass wir ein Jahr warten mussten, bis wir es bei Springer Verlag nochmal veröffentlichen konnten. Also auch solche Sachen passieren natürlich. Jetzt hier mal zum NDR Kleinkomputer. Da war ich ein klein wenig jünger noch hier. Das war gesagt nach meinem Studium eigentlich, dann wo ich diese Sendereihe gemacht habe, mitmoderiert mit Thomas Naumann, der heute noch aktiv in diversen Serien, Hallo Doc und so weiter, auftritt. Und einigen Schülern damals, soviel ich weiß, war das Berufsschule. Wir hatten auch Gymnasiasten mal mit, getestet. Aber das Problem ist, dass man die relativ schlecht für eine längere Zeit im Studio bekommt, weil wir sind ja dann doch ein paar Monate da zusammen gewesen und mussten dauernd was machen. Das ging mit dieser Berufsschulgeschichte natürlich wesentlich leichter. Ja, dann hier verschiedene Varianten des NDR-Computers aus heutiger Zeit gefunden im Internet. Es wird immer noch dran rumgebaut und rumgebastelt, weil man natürlich immer noch sehr schön die Grundlagen kennenlernen kann. Die Prozessoren sind ja nicht schlecht geworden durch das Alter, auch wenn man komplizierte moderne Betriebssysteme damit natürlich nicht ablaufen lassen kann. 68.000 Prozessor ist ja auch so ein Workhorse in der Industrie. Eigentlich ein schöner Prozessor, gibt es die ganze Familie. Die Macintosh-Serie entstand damals mit dem 68.000. Da haben wir viele Erweiterungen zugemacht, Zusatzplatinen und sowas. Und entstanden parallel ist damals auch die Fischer-Technik-Roboter-Reihe. Das ist der Münzumsortier-Roboter aus dem bekannten Problem Türme von Hanoi, wie man ohne eine Münze irgendwie doppelt abzulegen muss, hin und her sortieren kann. Weiß gar nicht mehr genau, wie man das damals dann programmiert hat, na, so lange her. Das war dieser Hexmon, Programme programmieren mit Hexmon, also eines der Bücher, die dann halt mit der Tastatur, das war eigentlich die Vorstufe, die man früher von vielen Singleboard-Computern her kannte. Eine der höchsten Ausbaustufen sieht man hier, den 68020 mit Co-Prozessor. Das war damals wirklich State of the Art. Und damit hatten wir zum Beispiel die Computerschachweltmeisterschaft, damals aus dieser Reihe Mephisto entstanden, mit Thomas Nitsche, der übrigens in Berlin jetzt ansässig ist und auch sehr interessante Programme zum Beispiel für Schüler entwickelt, unter anderem das Mars 42. Hatte gerade Kontakt, hätte mich heute beinahe in Berlin getroffen, aber leider musste ich hier jetzt aus Gesundheitsgründen das Ganze mit Skype machen, sodass das physikalische Treffen jetzt erstmal ausfallen muss. Und wir hatten damals tolle Sachen gebaut, haben dann in Amsterdam an der Computer-WM teilgenommen und ja, ging dann auch alles Mögliche drunter und drüber, war aber eine interessante Zeit. Hier der SPC, Singleboard-Computer, kleinste Ausbaustufe unseres NDR-Kleinkomputers mit Betriebsprogrammen. Heute sagt man BIOS, 2 RAM-Speicher, konnte man aber auch anders bestücken, je nachdem, was halt draufpasst. Und dann die Möglichkeit, das Ganze zu voll ausbauen, CPU weiter auszubauen. Das ist auch eine, hier, das ist die, ich glaube, das ist die 8088 CPU, genau. Und da haben wir den 68.000, genau, der 16-Bitter. Wie gesagt, 32-Bit und 8-Bit-Varianten konnte man auf dem Bus alle unterbringen, je nachdem, wie man das Stecksystem anordnet. Das zeige ich nachher nochmal. Mal ein bisschen sowas aus unserer Historie der Fernsehzeit. Eigentlich hier oben Computertreff war die älteste Variante. Damals hat man es noch in einem kleinen Nebenstudio gemacht. Dann haben wir richtige Studios bekommen. Sehr lange Zeit bis 1996, 97. Und um die Sendung zu retten, hatte ich damals bei mir eine kleine Wohnung umgerüstet als Studio und das Ganze virtuell gemacht. Also mit Nacharbeitung, wie man rechts zum Beispiel sieht, mit virtuellem Hintergrund. Wo auch dann Eckhard Huber, unser Redakteur, mitmoderiert hat und der Jürgen Plate, Professor Plate damals auch mitgewirkt hat. Auch eine interessante, spannende Geschichte mit dem Fernsehen damals. Dazwischen entstand meine Sendereihe Computer Alphabet, aber nur als Pilot, ist also nie richtig ausgestrahlt worden. Eigene Sendung danach Computer Trend TV, hatte hier 3D-Drucker vorgeführt, heute ja hochaktuell, das war jetzt auch schon über 10 Jahre her. Und hier unsere erste HDTV-Produktion, haben wir sogar Preise gewonnen, mit der Seriennummer 4 des JVC, sondern HD-Handapparats, den es damals dafür gab. Ja, andere Projekte, die ich gemacht habe, Ports of Call bei Disney, zum Beispiel für Disney Cruise Lines, sind im Moment alle 4 Schiffe damit ausgerüstet, nicht immer mit all diesen großen Systemen, manchmal auch mit kleineren Systemen.
dann hier im Deutschen Museum München am IMAX an den Großprojektor, einmal hier im Vorstellungsraum mit Stereo, Stereobrille hier auf, Projektor mit Stereo. Links unten, das ist am IMAX mit den zwei Riesenprojektoren, haben wir das mal testen können, Ports of Call Schifffahrt Simulator. In groß, so groß habe ich ihn dann nie wieder gesehen. Und andere Projekte, Meinzelmännchen Animatronik, da hatte ich die Steuerung gemacht mit Bilderkennung, innen drin ist eine Kamera und der Schauspieler, also von der Seite reinschaut, auf Punkte, die die Mimik steuern. Schwierig zu bedienen, das Ganze, weil sie ja auch gleichzeitig noch tanzen müssen, die Schauspieler. Wir hatten dann mal eine Fernsteuervariante auch noch ausprobiert, aber wurde einige Jahre auch aktiv vom ZDF genutzt. Und ab und zu sieht man die Figuren auch noch als Nicht-Animatronik-Figuren auf Karnevalsumzügen, Veranstaltungen und so weiter. Unten Günter Jauch, fürs RTL hatte ich damals auch ein paar Sachen gemacht. Unter anderem hier diese Exoskelett-Variante, mit der man die Bewegungen vom Günter Jauch abnehmen kann und dann auf einen virtuellen Skispringer übertragen, sodass er also gefahrlos einen Skisprung machen konnte bei dieser Sendung. Und andere Varianten hatten wir auch damals gebaut mit Kameratracking und so weiter. Und hier rechts was Aktuelles vom Anfang dieses Jahres mit Wolfgang Back, seiner Sendung vom WDR Computerclub, die übrigens damals immer alterierend zum Computertreff ausgestrahlt wurde. Alle zwei Wochen hatten wir immer hin und her geschaltet, einmal Back, einmal wir. Und nachdem seine Sendung eingestellt wurde, Jogi Schwarz hat das damals leider gemacht und meinte, das brauchen wir nicht mehr, wurde dann auch die Sendung vom BR Computertreff eingestellt, nach dem Motto, wenn die einstellen, können wir auch einstellen. 2003 hatten wir damit leider unsere letzte Sendung und ich habe halt dann, wie gesagt, versucht es noch ein bisschen auf Computertrend TV aufrechtzuerhalten, aber ich komme nicht dazu, ich kann es nur sporadisch machen. Es hat sich die ganze Landschaft ja eh etwas geändert und diese Produktionen sind halt sehr aufwendig. Aber Wolfgang Back ist da noch dran und leider hat er sich von seinem Partner, dem Rudolf, getrennt und machen jetzt zwei Sendungen, wobei ich sage mir eigentlich ehrlich gesagt, zwei Sendungen sind besser als eine Sendung. Er geht eher nostalgisch vor und der Rudolf macht eher modernere Sachen in seiner Sendung Computer Club 2, CC2, kann man im Internet finden. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe hier noch zwischendurch was gemacht zum Thema Radioaktivität anlässlich Fukushima. Überlegt, wie kann man das mit anderen Sensoren machen. Kameras sind auch empfindlich auf ionisierende Strahlung und wenn man die abdeckt, kann man eine Kamera von einem normalen Handy verwenden, um die Radioaktivität zu messen. Da hatte ich zum Glück meine Bekannte und Freundin beim Bundesamt für Strahlenschutz, die Zugang zu diesem System im Helmholtz-Zentrum hat und ich damit auch Zugang bekam, um mit der Strahlungsquelle dieses kleine giftige Teil, was nie zuvor ein Mensch gesehen hat, könnte man hier fast sagen, oder besser nicht sehen sollte, im ausgefahrenen Zustand, so wie hier unten mit maximaler Leistung, kann man, wenn man die Strahlendosis abbekommt, 10 Sievert per Stunde, etwa eine Woche lang mit 50-50 Chance überleben. Danach ist dann Schluss mit lustig. Also da geht schon was. Die Kameras überleben das, die Strahlung ist anschließend nicht, da brauchen wir keine Angst haben. Dazu ist die ionisierende Strahlung von Cäsium-137 oder auch Cobalt-60 zu schwach, um eine Transmutation an den atomaren Kern durchzuführen. Also die Strahlen selber nicht, werden aber bestrahlt. Hier sieht man die Elektronenspur wie in einer Nebelkammer. Bei uns auf den Handys oder auch auf Tablets kann man das sichtbar machen und auswerten und dann umrechnen. Unsere App ist als eine der wenigen Messmöglichkeiten in der Lage, sogenannte gepulste Strahlung, wie sie zum Beispiel bei der Angiografie auftaucht, tatsächlich sichtbar zu machen, weil wir halt sehr viele Sensoren haben und auch Höhenstrahlung im Flugzeug. Da läuft jetzt aktuell ein Bundesjugendforschprogramm, Jugendforsch 2018, in zwei Schüler dran, mit meiner App einen Höhenballon zu starten und da meine Kennlinie aufzunehmen über die Höhenstrahlung. Wir hatten nur einen Versuch in einem Flugzeug mal gemacht, der sehr positiv war, weil man kann die Höhenstrahlung mit unserer App eben besser messen als Geigerzähler. Klickt nur einmal, auch wenn da Megaelektronen oder Gigaelektronen Volte niederprasselt bei einem kosmischen Flair. Das ist der Vorteil, wenn man viele Sensoren hat und machen wir mal einen Versuch. Ich bin da auch als externer Betreuer in Jugendforsch und außerdem als Juror hier in Bayern bzw. in der Regionalgruppe Rosenheim tätig. Da könnte ich auch einige interessante Stories zum Thema Jugend und Computer sehen. Also man freut sich ja, dass es da doch immer noch Nachwuchs gibt, die sich dafür interessieren. Also damals war ja so Mikrocomputer selbst gebaut und programmiert, das klassische Werk. Das führte zum NDR Kleinkomputer dadurch, dass der Redakteur des Schulfernsehens vom Norddeutschen Rundfunk, glaube ich, damals zu Besuch bei Grafelektronik einen Kurs gemacht hat. Er hatte vorher schon eine Sendung produzieren versucht, aber das dann ging dann irgendwie nicht. Und er mit dem Regisseur zusammen sind bei mir aufgeschlagen und gesagt, ob wir das in 3 Monaten schaffen, 26 Teile
auf dem System basierend didaktisch so aufzubereiten, dass man das in Schulen verwenden kann. Und ich habe einfach gesagt, per Definition machen wir das. Und damit war die Sache dann auch gebonkt. Und wir haben das tatsächlich durchgezogen und sind auch, sagen wir mal, angsttreibender, schweißmäßig kurz vor der ersten Sendung fertig geworden. Auch die Zulieferfirma musste natürlich die Bausätze und Platinen und so weiter alles pünktlich fertig haben, damit man die dann im Studio zeigen kann und zusammenbauen kann. Und das sind die Elemente des NDR-Kleincomputers in der kleinsten Ausbauform. Das erste Wichtigste ist hier unsere Supply, Power Supply, so mit Linearregler damals, wie man es so gebaut hat. Heute wäre das natürlich winzig im Aufbau. Damals recht groß mit den klassischen Elementen, die man immer noch bekommt. Entspannungsregler 7805 war das, glaube ich, damals auch schon. Dann hatten wir einen Prozessor, eine Kassettenschnittstelle, einen Grafikprozessor sogar. Das war recht modern mit 512 mal 512 Bildpunkten. Den will ich da noch mal ein bisschen näher zeigen. Und hier rechts sieht man eigentlich die Platine von dem ganz kleinen Ausbaustufe mit Grundprogramm, so haben wir das damals nennen müssen. Wir sollten ja nicht BIOS oder ähnliche englische Begriffe verwenden wegen der Didaktik und den entsprechenden Hauptspeicher von einigen Kilobyte, wohlgemerkt, mit dem man ja riesige Programme schreiben konnte. Ich war damals auch zu Studienzeiten noch in der Siemens Hobbygruppe und da hieß es also mehr als 64 Kilobyte oder 48 Kilobyte wird niemals irgendjemand von uns benötigt oder sowas. Heutzutage haben wir das als Tastaturpuffer und reden gar nicht über Gigas und Megabytes, die da verbraucht werden. Aber diesen Speicher konnte man noch von Hand füllen, was auch eine ganze Zeit gebraucht hat. Ja, das ist hier 78H05, das ist der etwas leistungsfähigere Spannungsregler. Linearregler hat natürlich gut was verbraten, wenn man hier mit 7,5 Volt reingeht, differenzgeteilten Wärme verbraten, aber so viel Strom haben die Teile nicht gebraucht. Das konnte man jetzt selber zusammenlöten. Kann man, wenn man die Platinen sich besorgt, immer noch die Teile würde man noch bekommen. Viele andere Chips sind extrem schwierig zu bekommen. Den Prüfstift haben übrigens einige in X-Varianten nachgebaut. Eine ganz witzige Schaltung, die ich damals entwickelt habe. Da kann man nicht nur High und Low prüfen, wie bei den meisten Prüfstiften heute noch oder mit Voltmetern, sondern ich habe hier die Möglichkeit, über das Flipflop auch Pulse zu messen. Und mit hier diesem Diagramm sieht man, welche Arten von Pulsen man noch wahrnehmen kann, sodass man auch schauen kann, in der schwingenden Oszillator ist ein Takt auf dem Bus und so weiter. So konnte man sich mit diesem Prüfstift durch die Schaltungen durchhangeln und tatsächlich auch einfach mal Schaltungen selbst bauen und aufbauen und realisieren. Hier sieht man einen Überblick über die Z80-Familie oder 8080-Familie, Single-Board-Computer-Baugruppe, die dann selbstständig mit Speicher ausgerüstet war, eben ganz wenig halt. Die Vollausbau-CPU, mit der man auf die vollen 64 Kilobyte kommen konnte. Aber wenn man alles mit 64 Kilobyte RAM bestückt, hat man ein Problem. Wo ist denn dann sein Programmspeicher zum Starten des BIOS sozusagen fehlt? Also gab es eine Bankboot-Karte, die eine Selektierlogik enthielt, mit der man einen Teil ausblenden kann und das ROM einblendet und dann nachher das Ganze ausblendet und nur noch RAM hat. Das ist bei der 6480 CPU, einem Z80-kompatiblen Teil von Hitachi, anders. Da habe ich einen größeren Adressraum, da kann man natürlich auch einfacher arbeiten. Trotzdem braucht man da auch so eine Ausblendung, wenn man das kompatibel halten will. Dann die GDP64, 64 Kilobyte, daher der Name für die Grafik, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Mit 512 mal 512 Pixel in Black and White, aber mit einem Grafikprozessor, deshalb Grafik-Display-Prozessor. Der hat einen Zeichensatz eingebaut und Linienbefehle, die sehr schnell ausgeführt werden konnten. Damals mit einem Z80 hätte man bei bewegten Grafiken oder einfachen Bewegungen erhebliche Schwierigkeiten gehabt, das in Echtzeit zu machen. Das ging mit der GDP64 gerade so. Dann Key-Tastaturanschluss, damals noch eine Cherry-Tastatur mit 8-Bit. Die IBM-Tastaturen gab es damals noch nicht in dieser Form oder sind gerade erst entstanden gewesen. Und die Key ist auch einfach zu verstehen. Da wird einfach der ASCII-Code abgegeben und eine Matrix, die Tasten zuordnet. Diese komplizierten Codes hatte man damals noch nicht gehabt. Heute gibt es ein paar Ausbaustufen, sodass man eine normale Tastatur auch da anschließen kann. Also das System wird immer noch irgendwie weiterentwickelt von einigen Fangruppen. Da habe ich am Schluss auch noch ein paar Links. Dann gibt es die IO-Input-Output-Einheit, mit der man einfach Speicher, sage ich schon, I.O. erweitern kann, also Ausgabe und Eingabe an Ports. Da sind ein paar Latches drauf und ein paar Inputs. Damals kam natürlich das Problem auf, wie speichert man die Daten? Würde ich sagen, ja, heute auf dem USB-Stick. Gibt es übrigens tatsächlich eine IOE mit USB-Anschluss heutzutage. Habe ich gerade neulich im Internet entdeckt. Aber damals ging das alles nicht. Floppy war recht teuer, haben wir dann auch noch gemacht. Aber Kassette war eigentlich das System der Wahl. C64 hat ja damals auch die berühmte Datasette gehabt. Das entstand auch so etwa in der Zeit.
Die konnte man hier aber nicht verwenden. Also haben wir eine ganz normale Kassettenrekordersteuerung entwickelt, die einfach mit einer einfachen Tonmodulation die Daten abspeichert. Aber ich hatte damals Phasenmodulation verwendet. Da konnte man etwas mehr Daten übertragen als mit den üblichen Frequency-Shift-Methoden, die auch zu seiner Zeit kursierten. Dann haben wir die serielle Schnittstelle, Terminal anschließen und sowas. Das war immer noch Thema. Floppy-Interface, mit dem man tatsächlich einen Floppy ansteuert. 5,25 Zoll, 8 Zoll, notfalls hat man damals schon nicht mehr zum Glück. Oder 3,5 Zoll war ja damals erst im Kommen. Programmieren von EEPROMs war natürlich wichtig, wenn man seine eigene Applikation macht. Das ist heutzutage noch so. Früher hatte man EEPROMs, EEPROMs, es waren die Erasable Proms. Erasable bedeutet aber, dass man eine UV-Lampe gebraucht hat, das Ding gelöscht hat. Das kann man so 100 Mal vielleicht mehr machen und dann ist auch Schluss, dann kann man sie nicht mehr programmieren. Wir hatten oben ein Quarzglasfenster und damit kann man auch den Inhalt löschen. Sowas gibt es heute auch noch bei bestimmten Sachen. Tonausgabe, Sound, Analog-Digital-Umsetzer. Da haben wir verschiedene Peripherieeinheiten damals dazu gebaut. Digitale Analogquanta, sodass man eigentlich alles hat, was man braucht, um nette Ansteuerungsaufgaben zu lösen. Zeige ich mal hier ein bisschen was aus der Z80 voll aus. Das ist die SPC, die ganz kleine. Sieht ja fast ähnlich aus, aber hier ist ja der Speicher noch mit drauf. Das ist eine 32, das sind jetzt 4x8, 4 Kilobyte, wenn ich das richtig sehe, 0 bis FF, 4 Kilobyte, nochmal 4 Kilobyte und entsprechend hier noch etwas weniger, 2 Kilobyte RAM. Da gab es dann später die 61, 64, die etwas größeren REM-Bausteine noch, die man hier aber nicht so ohne weiteres reinstecken konnte. Damit hat man einen relativ kleinen Ausbau. Reset-Logik, damit das Ding anspringt. Und den Taktoszillator von gigantischen 4 MHz, die halt die CPUs damals so hatten. Ja, und dann haben wir hier eine witzige Sache, das habe ich vorhin im Didaktik-Konzept schon erläutert, gemacht. Man konnte mit so einem kleinen Prüfstecker, den man in die ROM-Fassung einsteckt, einfach Befehle ausführen, No-Operation-Befehle, Input- und Output-Befehle und damit Messungen durchführen, ohne dass man irgendwo ein Programm eingeben muss. So ein Stecker sieht hier so aus, den stecke ich einfach in die EEPROM-Fassung oben drauf und dann kann ich mit dem Scope oder mit dem Prüfstift messen, was da passiert. Das aber jetzt zum Bus, der ist nochmal wichtig. Der hat sich nämlich sehr gut bewährt. Bis zum 68020, 8088, 80286 habe ich hier. Ich zeige das nochmal kurz, mal schauen, ob man das vielleicht oben zumindest erahnt. Das ist eine selbstgefädelte 80286-Platte für den NDR-Kleincomputer. Das sah so in Fädeltechnik aus. Und wie funktioniert das? Ich habe hier oben die Versorgungsspannung möglichst weit weg von der 0 Volt und von den Daten, dass dadurch Kurzschlüsse nichts passiert. Ich habe meine Datenleitung, der 0 bis die 7. Read, Write für Zugriffe in den Speicher, lesen oder schreiben, ob das eine I.O. oder ein Speicherzugriff wird, wird mit zwei getrennten Signalen entschieden. Diese 4 Signale kann man auch für die anderen Prozessoren, die eigentlich andere Namen haben, der 80.000 hat eine andere Begrifflichkeit, durch I.O.-Mapping wieder auf die gleichen Signale zurückführen, auch beim 8088 und 286. Adressen haben auch alle. A0 ist dann die niederwertigste Adresse, da erkläre ich gleich, wie man das erweitern kann, auf 16 und auf 32 Bit. Reset-Signal, M1 ist Spezialität von Z80, haben wir eigentlich nirgendwo verwendet, diese Spezialsignale hier. Interrupt ist klar, man kann Interrupt auslösen, Wartezyklen auslösen. Dann kommen weitere Adressleitungen. Der Trick ist, dass die Platinenlänge abhängt davon, was ich hier verwenden will. Ganz kleine IO-Platinen brauchen hier nur diesen vorderen Teil. Wenn ich Speicher mache, brauche ich ein bisschen mehr. Wenn ich größere Speicher mache, brauche ich noch mehr. Dann brauche ich hier unten noch die Logik mit A16 bis A19. Wenn ich das Ganze jetzt ausbauen will, auf, das kommt zwar hier später, ich zeige es hier schon mal, 32 oder 16 Bit, dann verdopple ich hier den Bus einfach, damit der gespiegelt, linke und rechte Hälfte hat dann nur die jeweiligen LSB und MSB-Anteile, sodass A0 eigentlich dann zu A1 wird und die Select über diese Read-Writes nachher ausgeführt. Und bei 32 Bit verdopple ich den Bus nochmal nach unten. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Die Vollausbau-CPU hat jetzt keinen Speicher mehr on board, sondern eigentlich nur Treiber, weil wenn ich ein bisschen mehr ansteuern will, mehr Speicher, mehr IOs und so weiter, dann brauche ich natürlich da entsprechende Treiber. Hier kann man auch noch von Hand löten und gut messen. Man sieht, die sind übrigens noch von mir damals in der Originalform geklebt worden. Da hat man so schwarze Klebebänder verwendet und die auf 4:1 Maßstab musste man das aufkleben und dann hat man es verkleinern lassen von der jeweiligen Firma, die die PCBs dann herstellt und dann wurde einem dann die Platine irgendwann geschickt oder die Platinen. Kann man natürlich auch elegant kleben ohne Rundungen. Das ist jetzt hier bei der Karte natürlich sowieso angedacht. Das ist nämlich unsere Busplatine, die relativ simpel ist. Da wird einfach der Bus, wie der Name sagt, verbunden. Hier unten gibt es noch eine Ausnahme davon.
haben wir für Interoperabilität vorgesehen, wurde dann aber auch nicht wirklich verwendet, weil so habe ich hier eine Kaskade zwischen den Signalen und kann da auch Matrix machen. Ja, der 6480 von Hitachi, der hat mir damals gut gefallen, der kam dann auch irgendwann in der Zeit raus. Da haben wir hier oben Treiber zum Beispiel, der hat zwei serielle Schnittstellen mit drin. Der hat noch ein paar andere Peripherieteile integriert, die wir jetzt hier, ich glaube, das haben wir gar nicht alles rausgeführt, was er da hatte. Hier gibt es zwischendurch ein paar Sachen noch. Aber ein schöner, schneller Prozessor. Und den kann man natürlich genauso einsetzen. Das Schöne ist, dass sie hier eine Memory Management Unit drin hat und damit auch mehr Speicher direkt adressieren kann, sodass man diese komplizierte Buslogik nicht braucht. ROA 64, unsere Speicherkarte. Die hat hier vorne auch eine Buslogik hier zum Adressvergleichen. Da konnte ich also mehrere solche Bänke anschließen. Kann hier REMs und ROMs gemischt hier praktisch draufsetzen, wie ich es gerade brauche. Mit den Fertigprogrammen, Festwertprogramme, Basic, GOSI, unsere grafische orientierte Programmiersprache, Assembler, Grundprogramm und so weiter, steckte man einfach als Baustein drauf, hat das gar nicht irgendwie geladen von dem Datenträger. Ist natürlich blitzschnell. Diese Zugriffszeiten und Einschaltzeiten, die sind von keinem der aktuellen modernen Rechner zu erreichen. Das schalte ich ein und das Ding ist da und ich warte nicht und kann Kaffee trinken zwischendurch und so weiter. Es wundert mich, dass es eigentlich nie wirklich schneller geworden ist, das ganze Booten. Bei den modernen Systemen, ja, obwohl es eigentlich im Prinzip schneller sein müsste. Bankboot-Baugruppe, das ist hier diese Umschaltlogik, da hat man so eine Mischung gemacht, dass man die ein- und ausblenden kann, sodass man zum Beispiel BIOS, Floppy-Monitor, anderes Grundprogramm nachher durch den REM-Speicher austauscht und ein kleines REM-Teil zum Arbeiten hier noch mit drauf ist. Und das Ganze kann ich dann hier für CPM 80 zum Beispiel, das war damals das Betriebssystem der Wahl, tatsächlich hier auf so einem Bus anordnen, habe meine Bootlogik und Umschalter, Grafikkarte, Floppy, Tastatur und habe dann ein komplettes System mit richtigem Betriebssystem, wie man es heute kennt, CPM allerdings, natürlich tastaturbasierend und nicht grafische Oberfläche, wie das jetzt bei den ganz neuen Systemen natürlich nur noch der Fall ist. Aber wir haben eben auch schon ein bisschen grafische Oberfläche gehabt durch den Grafikprozessor. Zumindest diese Teile mussten sehr groß gemacht werden. Das war aus didaktischer Sicht wichtig für den Unterricht, dass man das schön projizieren kann und sieht, wo man da ist. Und naja, auch fürs Fernsehen beim Abfilmen und so weiter, da ist Vorteile. Sonst hätte man das natürlich etwas kompakter zusammenführen können. Und mit dem Grundprogramm konnte man mit ganz wenig Befehlen Grafiken machen. Die haben wir hier sozusagen eingeben müssen in Maschinensprache, aber wie man hier sieht, mit Schreite, Drehe und sowas, mit Elementen der Sprache Logo konnte man die Turtle-Grafik relativ leicht auch in Maschinensprache einbauen. CD heißt Call, Maschinensprache CD, oder C9 heißt zum Beispiel Return vom Call. So kann ich hier meine ganzen Programme zusammenschreiben, tippe das hier praktisch ein, auch mit den Symbolen. Das habe ich extra eingebaut, dass man das symbolisch eingeben kann, dass es nicht ganz so maschinennah ist. So ein Mini-Compiler oder Mini-Symbol-Auflöser war das. Und vielleicht hier mein Quadrat zeichnen, zum Beispiel Speicher anschauen. Das ist natürlich eine Ebene, die man heute eigentlich gar nicht mehr so richtig kennt. Ein Programm malt eine Straße, kriege ich ja diese wahnsinnig anspruchsvolle Grafik raus, aber man versteht, wie es funktioniert. Ich lade hier Register als Parameter, rufe die Unterprogramme auf und lasse es laufen. Natürlich unter diesen Unterprogrammen befinden sich einige BIOS-Calls, die auch wieder komplizierter sind, das ist klar. Programmiersprachen kann man hier mit Schleifen machen und Returns und Wiederholungen, wie man es auch kennt mit modernen Diagrammen, konnte man arbeiten. Das war jetzt aus didaktischer Sicht wieder wichtig, das so zu machen. Und mit dieser Turtle-Grafik, wie gesagt, kann man sehr schnell Erfolgserlebnisse erreichen. Man hat schnell mal eine Grafik auf dem Bildschirm, ohne hochkomplizierte Pixel-Grafiken aktivieren zu müssen oder sonst was zu machen. Diese Turtle-Grafik ist da recht leistungsfähig, also ganz witzig. Man sieht ja auch komplizierte Sachen, gehen einfach Beispiele jeglicher Art. So, jetzt gehen wir mal weiter. Das waren hier aus dem Grundprogramm viele Einsprünge, unter anderem auch Zeichenein- und Ausgabe. Sowas hat man dann gebraucht, wenn man CPM implementieren wollte. Man hat das CPM auf Disketten bekommen, das weiß ich damals noch. Da muss man erstmal im BIOS eine Routine schreiben, in der man die Diskette einlesen kann. Und das CPM hat dann einen URL-Adder geladen, der davon ausging, dass an bestimmten Stellen ab 0 Sprünge waren, die auf Zeichenausgabe, Eingabe und sowas. Ganz wenige Sachen musste man nur implementieren, die ganzen Grafiksachen braucht man nicht. Und dann hat das Betriebssystem gebootet. Dazu gehörten natürlich auch die eigentlichen Floppy-Befehle zum Lesen von Sektoren. Aber hier mit diesem Grundprogramm hatten wir schon einiges von diesen Einsprüngen gehabt und konnten eben auch die Grafiken damit realisieren.
Kassettenbaugruppe einfach aufgebaut. Wie speichere ich Daten auf einem Kassettenrekorder? Ich muss Töne erzeugen. Die Töne müssen natürlich dann so sein, dass ich den nachher wieder identifizieren kann. Das sogenannte FSK-Frequenzschiff-Verfahren war damals ziemlich gebräuchlich, fand ich aber sehr ineffizient, weil es braucht eine hohe Bandbreite und hat dann wenig Übertragungsrate. Und eleganter ist eigentlich das Phase-Shift, was auch damals aufkam, und das hatte ich dann verwendet. Damit moduliere ich die Phase und kann über eine relativ einfache Zeitfalle nachher das Ganze wieder zurück entschlüsseln und über ein serielles Interface dann die Daten seriell einlesen und auslesen. Fehlerkorrektur und sowas hat man damals noch nicht gekannt in der Form. Es musste also die Kassettenübertragung auch wirklich 100% funktionieren. Wobei die Hex-Formate, die man zum Laden und Speichern genommen hat, dann auch noch eine kleine Prüfsumme im Weg gehabt haben. Was wir auch gemacht haben, so ein kleines Digital-Oszilloskop oder eigentlich Logikanalysator für Vergleichsmessungen, für kleine Diagramme, der konnte immerhin, da gab es eine Variante mit einem extra RAM bis zu 1 MHz aufzeichnen, aber hier über die Software diese einfache Variante natürlich nicht, weil die kann nur so schnell aufzeichnen, wie der Prozessor das entsprechend abspeichern kann, über den CAS-Eingang zum Beispiel. Floppy-Baugruppe, die war relativ komplex und auch nicht so einfach zum Aufbauen. Wir hatten früher noch mal eine einfache Variante. Hier gab es schon hochintegrierten Floppy-Controller-Baustein 2929, der diese ganze Dekodierarbeit übernimmt. Und man musste es eigentlich nur mit den Steckern verbinden. Da gab es damals noch verschiedene Anschlüsse für die 50-poligen, die großen Floppies und die kleinen dann nachher für die 1/4 Zoll und die 8 Zoll konnte man hier auch noch anschließen, die ganz alten Floppy-Formate. Adressraum festlegen. Und es war extrem heikel, vom Z80 aus die Daten auch timingmäßig gut einzulesen. Da musste man schon tricksen, damit man die Daten schnell genug übertragen konnte. Und das ist natürlich nicht zu der Übertragungsrate, die man heute bei Festplatten und sowas kennt. GOSI-Programmiersprache hatte ich ja vorher schon kurz gezeigt. Die Logo-Variante, die wir ins Grundprogramm eingebaut haben, gab es dann aber auch als Hochsprache, sodass man hier in Anführungszeichen Hochsprache vorwärts, rechts, links eintippen konnte, Lernequadrat für Prozeduren und so weiter. Und dann ganz schnell mal ein Programm schreiben. Das war jetzt zum Lernen natürlich super in den Schulen. Und naja, für den praktischen Wert zu Hause vielleicht auch, denn sowas hier wie Lichtgriffe, da seinerzeit noch bekannt zum Zeichnen direkt auf dem Bildschirm. Naja, heute hat man eine Maus, da kommt so eine Frage gar nicht auf. Ein Touchscreen bei den ganz modernen noch oder einen touchfähigen Bildschirm halt in groß oder klein, da gibt es auf dem Handy natürlich. Lichtgriffe hat so funktioniert. Der Strahl der Bildröhre lief dann Zeile für Zeile über den Bildschirm. Und wenn der Lichtstrahl den Lichtgriffel mit einer Fotodiode trifft, wird ein Signal ausgelöst und ein Vergleicher, der die Zeilenzahlen durchzählt, konnte dann den Punkt ermitteln und berechnen. Und das haben wir hier mit in unser kleines GOSI-Programm integriert, sodass man Lichtgriffel direkt verwenden konnte und damit natürlich nette Zeicheneffekte erzeugen. Die Lichtgriffel hat man damals ja noch relativ einfach bekommen und da konnte sich auch welche bauen. BASIC damals auch sehr bekannt und beliebt, gab es damals auch, zur Zeit des C64, der war ja nur in BASIC programmierbar, hat es hier eine Sprache gegeben, die hat der Dr. Hans Hehl umgesetzt, für unseren Z80 übersetzt und angepasst, auch mit den Grafikbefehlen, die er in seiner Schule hauptsächlich dann auch verwendet hat, zur Programmierung von dem Single-Board-Computer-System. Eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, wo man schnell was machen kann. Wie gesagt, didaktisch ist BASIC ein bisschen problematisch, wegen der nicht strukturellen Yokoto-Befehle zum Beispiel, die man da ganz früher sehr häufig verwendet. Und GoSub 5017 klingt halt nicht so interessant wie ein GoSub-Dreher oder irgend sowas. Wobei er, wie gesagt, die Grafikbefehle hier natürlich in den Befehlssatz übernommen hat. Dann hatten wir, wenn man CPM lädt, auch Turbo Pascal am Laufen und uns überlegt, wie kann man da Grafiken implementieren. Das haben wir über sogenannte Escape-Sequenz gemacht. Das ist char$27, character$27. Also Escape Gebi Grafik und danach konnte man die Befehle absetzen und hat dann hier auch ein entsprechendes Bild auf dem Bildschirm bekommen. So konnte man das schön ausbauen. Ja, dann 68.000 war ja die nächste Ausbaustufe hier schon mit dem 68.008. Grafikkarte, Kassette, Power Supply. Und wenn man 16-Bit nimmt, dann muss man hier den Bus in der Mitte aufteilen und links und rechts die ganzen entsprechenden Bausteine symmetrisch verteilen außer I.O. So sieht es dann aus, hier mit zwei Grundprogrammen Lower, Even oder Odd in dem Fall verteilt. Das Grundprogramm wieder der gleiche Name, weil, wie gesagt, wir mussten ja aus didaktischer Sicht für den NDR-Kleincomputer das Ganze immer beibehalten und da einen entsprechenden Aufbau bilden und machen, möglich machen. Wir haben jetzt hier die ganzen Befehle vom Grundprogramm ändern, starten, ansehen. Symbole hatten wir ja immer schon dabei, dass man wie beim Z80 auch Symbole verwenden kann. Neu dazugekommen ist jetzt ein Texteditor und ein Assembler.
der tatsächlich Maschinensprache erzeugt aus einer symbolischen Sprache des Prozessors 80.000, ist ja schon recht anspruchsvoll, wurde damals zum Beispiel von Macintosh verwendet. Die ersten Macintosh-Rechner von Apple hatten den 68.000 und dann 80.020 verwendet als Basisprozessor. Und dann haben sie die Familie gewechselt irgendwann mal. Speichern, laden, prüfen, Floppy-Start war wichtig, damit man booten kann. Das war hier schon alles mit eingebaut. EEPROM programmieren konnte man natürlich auch. Einschritt ausführen, Ausgabe auf einem Bildschirm als Terminal-Emulation zum Beispiel. Und hier sieht es dann so aus. Hier habe ich oben ein kleines Assembler-Programm. Lade den Wert 100 ins Register der Nulle. Hat ja den 0 bis D15 gehabt als Register. Und dann Jump-Subroutine schreite aus unserem Logo-GUSI-Befehlssatz. Macht er 100 Pixel nachher und zeichnet dann eine kleine Linie. Und das Ganze muss dann aber natürlich vom Assembler noch in Maschinensprache übersetzt werden. Das macht als eingebauter Assembler. Und dann konnte ich es eigentlich erst starten. Und hier ein paar Beispiele, was man jetzt mit diesen verschiedenen Schleifenbefehlen, Unterprogrammaufrufe über TREP, das macht man so bei BIOS und sowas Ähnliches, gibt es heute noch über die Interrupt-Systeme. Und hier entsprechend Polyspirale aufbauen. Also viele kleine Beispiele in dem Buch von mir dann drin gewesen, wie man hier Befehle oder hier Strukturen umsetzt, nachher in entsprechende Assembler-Befehle, auch komplexere Sachen konnte man damit machen. Schön war damals Division und Multiplikation, das war für die Prozessoren noch nicht selbstverständlich beim 80.020. Gab es dann auch schon einen Co-Prozessor, der Floating Point direkt ausgeführt hat. Ja, und damit konnte man hier auch kleine Sachen wie zum Beispiel eine Mondlandesimulation durchführen, die Fähre noch in Vektorgrafik. Das war das Element, hochanspruchsvolle Liniengrafik, aber wie gesagt, damals State of the Art, eigentlich schon sehr voraus, auch den damals aufkommenden MS-DOS-Rechnern, die sowas noch nicht in der Form hatten. Vor allen Dingen keine Grafikprozessoren, da hat man das mit dem Hauptprozessor gemacht. Aber Kollisionsroutinen musste man hier halt über Vektoren berechnen. Und dann hat sich hier, wie gesagt, der Matheunterricht auch etwas lebendiger gezeigt. Man konnte ihn zumindest hier mal anschaulich, wozu man diese ganzen Schnittgleichungen braucht, auch verwenden. Das ist dann der Ausschnitt hier in Assembler, schon recht anspruchsvoll, das Ganze. Hier auch ein kleines Beispiel. Zufallsgenerator war auch eingebaut, ein Pseudo-Zufallsgenerator. Konnte man halt hier auch mal schöne Figuren machen, wie Fraktale, so ähnlich. Wir haben auch Pascal gehabt, immerhin damals. Pascal S, S wie Small oder Subset, von Nicolas Wirth rausgebracht damals als Buch, als Veröffentlichung, und zwar mit Source Code. Der Source Code war aber in Pascal. Also der Pascal Compiler ist ein in Pascal geschriebener Pascal Compiler, der einen sogenannten Zwischencode, den P-Code, erzeugt. Und ich musste mich damals dran machen, das Ding von Hand in Assembler umzusetzen, weil es gab keinen Pascaler Assembler Compiler, konnte man damals nicht besorgen. Und am Schluss konnte man dann mit Hilfe des kompilierten Pascals, den P-Code Interpreter musste ich dazu dann auch noch entwickeln, sich selbst übersetzen lassen, der allerdings dann nur einen P-Code geschriebenen Pascal-Compiler hatte, der wieder dann auf dem System unter dem Interpreter ablief, aber damit konnte man schauen, ob der den gleichen Code erzeugt und damit verifizieren, ob man die Übersetzung richtig gemacht hat. Also es war eine recht spannende Geschichte. Das hat mich einige Nachtschichten gekostet, dieses Ding zu übersetzen. Hat man aber auch viel gelernt dabei. Also sowas ist auch mal außerordentlich interessant. Ja, und dann kann man den Compiler hier ganz normal verwenden, da hat man echt ein schönes Pascal in ROM. Das geht natürlich blitzschnell, schneller als jedes Betriebssystem ist das Ding hier übersetzt und gezeigt. Mondlandespiel, was vorher ein Riesenprogrammcode war, kann man hier recht kompakt darstellen und übersetzen. Gitter, andere Programme halt auch wieder immer grafisch. Wir sind mal sehr grafisch gewesen. Jetzt habe ich hier dann noch die Sprache GUSI als GOS-Compiler, haben wir es damals genannt, umgebaut, sodass die Sprache, die man beim Z80 als Interpreter hatte, so wie man es ja heute von Java eigentlich kennt, Java sind ja aber On-Demand-Compiler bzw. On-the-Fly-Compiler, die können das auch, was wir hier damals gemacht haben, gleich übersetzen. Hier hat man aber Maschinencode dann gehabt, den man dann als fertigen Code ablaufen lässt und nicht mehr jedes Mal den Übersetzungsvorgang starten musste. Also hier kleine Beispiele, die man dann wieder immer grafisch orientiert, immer ähnlich zu Logo, damit man da auch didaktisch viel machen kann. Kleine Beispielchen mit wenig Befehlen, eben schon schöne Effekte. Und wenn man hier einen Bug einbaut, dann kommen halt keine Sterne, sondern irgendwas anderes raus. Kann man auch sehr schön anschaulich dann entsprechend Debugging mal betreiben. Floppies damals wollte ich auch mal eine kurze Einführung nochmal machen, weil das kennt man heute vielleicht ja gar nicht mehr. 8 Zoll Floppy hatte ich ganz am Anfang meine ganzen Programme noch drauf und musste mit denen ja arbeiten. Ich brauchte ja auch Werkzeuge, mit denen ich die anderen Sachen übersetzen konnte. Dann später 5 1/4 Zoll. Und dann kam 3,5 Zoll auf, aber parallel 3 Zoll, die
eigentlich robuster war, aber völlig vom Markt wieder verschwunden ist. Die hat sich dann durchgesetzt in verschiedenen Varianten und Formaten und Dichten. Und heute sind wir eigentlich davon auch wieder weg. Jetzt sind wir beim USB-Stick, zwischendurch mal ein CD-ROM. Mal schauen, was dann kommt. Aber damals waren diese Teile halt auch recht groß. Man konnte auch nochmal was dran messen. Fehlersuch- und Umbauanleitung gibt es heute im Internet, wie man 40-80-Spur-Umschaltung automatisiert, um verschiedene Varianten von unserem CPM auf Z80 oder auf 80.000-Basis noch laden zu können. Es sind viele interessante Sachen entstanden. Fischertechnik, wie gesagt, die Roboter-Serie, die haben eine ganze Menge draus gemacht. Der Fischer damals, ihn hatte ich persönlich noch kennengelernt, die haben ein tolles Labor, mit dem man also echt, da kann man dann, kann man es aushalten, da kann man spielen mit Tausenden von diesen Steinchen. Hier ein paar Bausteine aus dem Internet, NDR-Kleinkomputer aufgebaut mit der klassischen Cherry-Tastatur parallel. Die ist dann hier hinten rum reingewickelt, angeschlossen, die Floppy ist hier angeschlossen und dann hat man natürlich einen ganz normalen Monitor gebraucht, was gar nicht einfach war, damals so einen Bildschirm zu bekommen. Fernseher hatten nicht unbedingt einen FPAS-Eingang. So etwas komplexeres Systemchen, es dürfte ein 68.000er sein oder ein weit ausgebautes. Also man kann das System ja unglaublich komplex aufbauen und modular sich seine Sachen zurechtrüsten. Hier 68.000 Grundprogramm zum Beispiel mit IOs dran und Zeug und so. Das hat schon fast was von Industriecomputern hier auch mit dem 19 Zoll. Schrank ist es eine schöne Geschichte, dürfte auch relativ robust laufen. Die Teile laufen immer noch. Die EEPROMs haben natürlich ihre Lagerzeit nach 10 Jahren überschritten. Wenn man sie gut lichtdicht abdeckt, dauert es ein bisschen länger, bis dann die Bits wieder umfallen, weil das sind ja nur elektrische Ladungen, die natürlich auch wegdiffundieren können. Damals durch UV-Licht löschbar, aber eben driften halt auch so weg, wenn man sie nicht ständig refresht und wieder aufrechterhält. Hier ein Beispiel mit einer auch aktuell Nachbauprojekt mit neuen Varianten von Platinen zum 8088 und Peripherie und Floppy-Interface. Also es wird am NDR-Computer immer noch aktiv gearbeitet. Gibt ein paar Fangruppen davon, die auch Sachen auch mit FPGAs, habe ich inzwischen gehört, auch weiterentwickeln. Einige der Bausteine bekommt ja nicht bei den 9366, zum Beispiel den Grafikprozessor von Thomson, den dürfte man nur noch bei eBay, wenn überhaupt, bekommen, also recht schwierig. Aber da gibt es auch ein paar Alternativlösungen, wenn man denn mit dem System mal in dieser Form noch weiterarbeiten möchte. Was sicher sehr spannend ist, auch zum Lernen und ein bisschen Nostalgie zu entwickeln, sowas ist ja auch was Feines eigentlich. Ich habe Ihnen jetzt hier nochmal ein paar Links zusammengestellt, ndrnkc.de, da habe ich jetzt die meisten Bilder her. Dort sind auch meine Bücher als PDF veröffentlicht. Das habe ich damals auch mit erlaubt, das ist selbstverständlich. Ich bin umgekehrt jetzt wieder dankbar, dass es eingescannt wurde, weil ich habe jetzt daraus wieder gegrabt und hier für den Vortrag was vorbereitet. NKC Schütz, der Herr Schütz hat sehr viel Museumsarbeit geleistet. Da gibt es auch einen aktiven Fanclub, die auch noch dran rumbauen. In der Wikipedia bin ich auch schon eingegangen, findet man den NDR-Kleinkomputer und diese Links auch wiederum und teilweise auch einfach im Internet bei verschiedenen Museen ist es natürlich auch entsprechend das. Gang und gäbe. Ja. Und damit bin ich eigentlich auch diesmal etwas schneller, aber vielleicht haben wir noch ein paar Fragen jetzt vom Publikum, die wir dazu schalten können. Schauen wir mal, jetzt bräuchte ich dann wieder Ton in der anderen Richtung. Bin ich denn noch online? Kriege leider keinen Ton zurück. Aber die Verbindung scheint zu stehen noch. So. Ja, okay. Es beruhigt mich ja schon mal, dass es jetzt nicht ins Leere ging. Ich habe gar nicht mehr geschaut, ob wir überhaupt noch aktiv sind. Ja. Ja, bitte, ja. Online etwa bei YouTube oder so zu verfolgen? Kann man die Folgen noch irgendwo online sehen? Ja, es ist so, leider durften wir sie nie auf YouTube offiziell ablegen. Das hat damit zu tun, dass es damals noch kein Internet gab und die aus lizenzrechtlichen Gründen die in den Verträgen nicht abgedeckt waren. Also obwohl es eine öffentliche Vorführung ist, die eigentlich rechtefrei verwendbar ist,
sind die Internetrechte nicht abgegolten. Es gab also eine ziemlich lange Diskussion zwischen NDR und uns damals, um das freizukaufen oder wie auch immer herzukriegen. Das würde nur gehen, wenn wir sämtliche Beteiligte inklusive Licht und Ton und Regie und sonstige schriftlich drum beten. Es ist so, dass es, sag mal, bei der ndrnkc.de-Seite eine Videoseite gibt. Die ist dann nicht bei YouTube. Ich würde mal sagen, da zählen wir jetzt mal nicht zum Internet, sondern zur Museumssammlung. Aus meiner Sicht heraus, die Autoren hätten sowieso sicherlich nichts dagegen, wenn man jetzt alle erwischen würde. Und dort können sie sich die Folgen einfach mal runterladen. Und wie gesagt, solange keiner da, der da schimpft, lassen wir es da, aber auf YouTube wäre es ein bisschen auffällig. Okay. Danke. Also Sie können es von der NDR-NKC-Serie jeweils 50 Megabyte pro Folge runterladen. Weitere Fragen? Ja, gibt es da eine Zahl? Ja. Gibt es da eine Zahl, wie viele NDR-Kleincomputer über die Fernsehserie dann verkauft worden sind im Laufe des Jahr, der Jahre? Ja, habe ich verstanden. Die Zahlen gibt es nicht so genau, aber es dürften einige tausend sein. Ich hatte das damals ja über zwei Firmen nur indirekt als Baugruppen abgerechnet bekommen, über viele Jahre hinweg, aber dürfte schon substanziell einiges zusammengelaufen sein, ja. Sie hatten ganz zum Anfang die handgefädelte 280er Platine gezeigt, also mit einem Intel-Prozessor. Was war mit diesem Funktionsmuster alles so geplant? Also gab es dann auch schon das entsprechende Betriebssystem, Hexmon oder Grundsystem oder sowas? Oder war das wirklich nur der Anfang und ist dann liegen geblieben? Die Frage brauche ich nochmal. Sie hatten ganz zum Anfang so eine handgefädelte Platine gezeigt mit einem 286er Prozessor drauf. Ja. Und was gab es dazu alles schon an Entwicklung oder war es nur die Hardware erstmal und ist dann nicht weiter verfolgt worden? Schwer zu sagen. Ich denke, dass ich das BIOS damals noch irgendwie angepasst hatte. Mehr ist dann aber nicht mehr passiert, weil da war dann das Interesse seitens der Herstellerfirma schon nicht mehr da, das noch zu vermarkten. So, das ist ein bisschen, ich habe auch andere Prozessoren bei mir zu Hause noch gehabt, den National 1632 oder sowas. Ein 32-Prozessor aus der damaligen Zeit. Ich glaube, auch ein Transducer damals noch eine Karte gemacht, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Die Sachen sind dann aber nicht mehr in den Vertrieb gegangen. Das ganze System lebte ja einige Jahre lang und hat natürlich immer wieder auch bei mir immer wieder mal neue Platinen gemacht, geschaut, Artikel zu schreiben. Und der 8088 war eigentlich so der letzte, der noch als Platine vermarktet wurde. Es gab Anfang der 70er schon mal von den dritten Programmen eine, ich glaube, 20- oder 23-teilige Serie, um Programmieren beizubringen. Ist die irgendwie in die Planung mit eingeflossen? Gab es da noch ein Bewusstsein dazu, als die NDR-Serie geplant wurde? Akustisch nicht ganz verstanden. Wie hieß die Serie? Die hieß Einführung in die elektronische Datenverarbeitung. Die lief 1970-71. Gab es da noch ein Bewusstsein beim NDR, dass es diese Sendung gab? Ich glaube schon, ja. Die haben sich natürlich die alten Sachen auch angeschaut, aber da war eben die Idee, das Ganze zu modernisieren, auch mit Mikroelektronik. Ich glaube, dass bei dieser Datenverarbeitungsserie, soweit ich mich erinnere, die Mikroprozessoren noch nicht enthalten waren. Das Thema war ja Mikroelektronik. Es sollte eigentlich auf die Mikroprozessoren, die damals ja gerade erst aufkamen, auch ein bisschen Betonung liegen. Da waren so die allerersten C64, IBM, der erste MS-DOS-Rechner und sowas kam in dieser Zeit, 85 rum, alles auf, ja. Also diese NDR-Serie war ja auch wirklich gedacht, um in Schulen verwendet zu werden. Da habe ich vorher auch schon mal in dem anderen Vortrag erzählt, vom Bundesministerium für Bildung und vom Forschungsministerium gefördert und finanziert, also in Höhe von 6 Stellen, weil die Sendungen waren ja extrem aufwendig beim NDR produziert worden. So, gibt es sonst noch Fragen?
Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Vielen Dank. Ja, gerne. Bitteschön.